Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Halle Turnau. Es hat eine kleine Veränderung gegeben, und zwar habe ich einen unserer 516er aussortiert. Und zwar diesen hier, samt Schneidwerk für Getreide, Früchte. Des Weiteren haben wir einen LKW zurückgeholt, den haben wir hier drüben ans Maisfeld gestellt. Und wir haben auch für den großen Driebein einen Maiskopf gekauft für 95.000. Das ist das. Die Ballenpresse ist hier verschwunden, die habe ich auf das Feld 19 zurückbeordert. Da müssen wir aber nochmal schauen, weil die erst noch beim Händler steht. Der Weg führt leider nur bis zum Händler. Ansonsten habe ich dann noch einen ZT, der das Schneidwerk hierher gebracht hat, abgestellt. Ich glaube, den brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. Und das ist erstmal das, was es ist. Der Driebein, wie gesagt, der wartet hier auf seinen Einsatz an diesem Feld. Aber darum kümmern wir uns später. Und wie gesagt, ein Abfahrer ist auch schon da. So, das wäre das. Und natürlich, wie gesagt, hier das Eisschneidwerk. Ja, 95.000. So, was haben wir als nächstes? Ich würde sagen, wir wollen mal als nächstes den hier abfahren. Und zwar, der ist nicht ganz voll, aber den werden wir mal bei den Schweinen reinkippen. Das werden wir jetzt mal als nächstes machen. Und ja, das ist das, was es ist. Es gibt heute einen wunderschönen Mod. Wie ich zumindest finde, eine neue Version von einem altbekannten, ein etwas moderneres Modell. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob es den in der Baureihe wirklich so gibt. Aber ich gehe mal da ganz stark davon aus. Und sieht wirklich gut aus. Da sollte was gehen damit. Und das werden wir testen. Deswegen habe ich an dem was dran gehängt, wo er vielleicht ein bisschen zu tun hat. Ich bin gespannt. Ihr vielleicht auch. Doch dazu später mehr. Irgendwie will er nicht so lenken hier. Zu voll. Ja, wie gesagt, wir kippen das mal hier bei den Schweinen rein. Wie gesagt, da sieht es ein bisschen mau aus. Und die machen hier einen Haufen Dreck. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich habe übrigens schon wieder über eine Stunde hier wieder vorbereitet. Aber was tut man nicht alles, ne? Meistens zu wenig. Ja, halt. Gut, dann machen wir es nacheinander, dann ist das so. Irgendwas hat ihn jetzt gestört. Manchmal, wenn man den zweiten Anhänger noch aktiviert, dann hört der erste auf, die Pritsche vorne. Warum das so ist, weiß ich leider nicht. So, ich glaube, das ist schon voll, oder? Wir schauen mal nach dem rechten. Ja, voll. Super. Dann kippt man das vorne in den Silo, den Rest. Und dann soll es das für den LKW erstmal gewesen sein. Dann werden wir den vielleicht auf das Feld 18 zurückbringen. Wobei, dort ist ja eigentlich ein LKW. Für den Rest sollte das dort eigentlich reichen. Vielleicht können wir den LKW auch hier hinstellen. Denn hier wird ja in Zukunft auch ein bisschen was stattfinden. Denn wie ihr seht, habe ich einen Drescher da drüben rumgestellt auf das Feld hier. Müssen wir mal schauen. Hier haben wir Sonnenblumen und Mais zum Abernten. Das werden wir auf alle Fälle in Kornform machen. Ja. So, das ist das. Da sind wir auch schon da. Und dann werden wir gleich mal hier den Abladetrigger betätigen. Wie gesagt, der könnte für meinen Geschmack ein bisschen größer sein. Da werden wir links und rechts abkippen, hat er schon meines Erachtens ein wenig zu tun. Das zu erkennen teilweise. Wenn man jetzt genau auf der Vorspur stehen würde, würde es nämlich nicht funktionieren. Also wir sind ja hier, wie ihr seht, ein bisschen im Versatz. Na, wenn wir aber direkt auf der Spur stehen würden, würde es nicht ganz funktionieren. Aber das sind Kleinigkeiten. Ansonsten funktioniert alles super. Da kann man wirklich froh sein, wenn man so eine schöne Karte eigentlich hat. Ich weiß jetzt nicht, wo wir den hinstellen. Ich stelle den erstmal hier hin. Und ihr seht auch, der hier drüben ist immer noch mit seinem Stroh beschäftigt. Also der hat eine Lebensaufgabe. Keine Ahnung. ja, keine Ahnung. Es ist halt so, wie es ist. Ne? Wahrscheinlich durch die gute Feldarbeit oder Pflege des Feldes ist so viel Stroh hier, dass der wirklich so lange zu tun hat. Das ist echt der Hammer. So, und ich werde mal, wir haben nämlich hier drüben noch was stehen, mitten auf der Landstraße. Wie gesagt, ich habe das ein klein wenig, mehr oder weniger alles vorbereitet. Dann kam das wieder dazwischen, das dazwischen. Ihr seht, was links alles anliegt. Da muss getankt werden und abgeladen und keine Ahnung und.
Aber wir werden jetzt mal was anderes machen, denn wir hatten ja letzte Folge, was glaube ich, den hier vorgestellt. Ist jetzt wieder schon 2 Tage her. Und ich wollte dem dort trotzdem noch eine Chance geben, weil ja, im Original, wie gesagt, scheint es ein Caterpillar zu sein und wir gucken mal, wie er sich bei der Feldarbeit macht, ne? Denn das ist eigentlich trotzdem ein Top-Mod, eigentlich, aber ja, eben mit seinen Schwächen, nennen wir es beim Namen. Na, ich finde, das ist ein bisschen hoch. Können wir das senken? Da macht das schon auf, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, mach das mal zu. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ob mir das so gefällt. Oder auch nicht. Auf alle Fälle werde ich den jetzt hier mal fahren lassen. Und da machen wir einen ganz einfachen Kurs. Feldarbeit. Das ist hier das Feld 5. Wir machen einmal rundherum. Wir machen Vorgewände, machen wir 2. Wir machen 3. Jetzt muss ich kurz überlegen, was hat er? 10 Meter? Ich glaube, das hat er ja gar nicht, ne? 99. Wir machen mal 59. Und dann machen wir ruhig 4. Und dann kommt er auch nicht an diese Vorgewändebahnen. Wir machen Vorgewände. Das andere sind die Feldreihen. Wir machen Vorgewände, fangen wir an. Obwohl, die Feldreihen können wir anfangen. Und das haben wir aktiviert. Wir haben keine Feldinseln. Und dann sollte es das sein. Dann generieren wir mal. Genau, wir fangen ja immer in der Mitte an bei sowas. Ist ja schließlich keine Ernte. So, und ich würde es trotzdem mal abspeichern. Feld 05. Halt, was brauche ich denn hier? Die Taste wollte ich. Dann machen wir grubbern. Und dann machen wir 9,50 Meter. Und ich hoffe, das funktioniert dann. Ja, und dann soll er mal am ersten Punkt anfangen. Und mal gucken, ob er das findet. Weißt du was, ich gebe mal kurz selber Gas hier. Wir wollen ja heute nochmal ankommen, ne? Also jetzt fährt auf einmal die 42 auf dem Feld, ne? Es ist putzig. Putziges Gerät. Am Startpunkt enden? Ne, wollen wir nicht. Ja, und dann andere. Wir schauen nochmal hier, ob wir irgendeine Quereinstellung haben, die uns hier behindert. Ne, das sieht alles gut aus. Ja, und da soll er mal anfangen am ersten Punkt. Das würde jetzt wahrscheinlich nicht ganz reichen. Wie gesagt, er schiebt ein bisschen über die Vorderräder, ist mein Eindruck. Aber egal. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, wir müssen hier nicht flügen, wir müssen hier nur grubbern. Das gefällt mir nicht. Aber er korrigiert es noch. Okay, er schwankt hin und her. Wow. Soll das so sein? Ich glaube mal eher nicht, ne? Also ich würde sagen, er hatte seine Chance. Ich glaube, das können wir uns schenken. Damit wäre es bewiesen, so leid es mir tut. Das kann er auch nicht. Schade. Wirklich schade. Tja, dann ist es so. Okay. Gut, dann stellen wir den hier an den Rand. Dann kann ich es leider auch nicht ändern. Ja, dann muss es jemand anders machen. Ich habe jetzt nämlich auch schon was gekauft für heute. Deswegen, der liegt, steht auch schon bereit, weil ich dort sehen will, was er wie gesagt leisten kann. Deswegen haben wir jetzt hier nicht wirklich einen, der das machen könnte. Und unsere ZT will ich dafür nicht einsetzen. Gut. Dann kann der eigentlich, wieder gesagt, in die Versenkung. Das heißt, der kommt bei uns hier auf Halde. Bam, 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 bam. Das heißt, wir können den vom Hof zum Parkplatz schicken. Ja. Dann fahren wir den dann vor. Nee, fahren wir nicht. Doch, fahren wir. Das sollte dann der Kreuzungspunkt hier vorne sein. Von der rechts können wir auf die Straße setzen und dann kann er alleine rüberfahren. Dann passt das. Wie gesagt, jetzt fährt er wieder 32. Ne? Es ist irgendwie keine Ahnung, woran das liegt. Hammerhart. So. Dann setzt man hier an.
Und warum fährst du rückwärts? Ah, er hat den Fehler gemerkt. Beziehungsweise meinen Denkfehler. Denn ich habe gedacht, wir müssen geradeaus, dann muss ja hier lang. Das finde ich ja wiederum bei Courseplay 6.4 Version absolut geil. Dass er sowas erkennt und dann ein Stück rückwärts fährt. Früher hätte der vorne rum einen Kreis gezogen. Wie gesagt, 6.4 hat seine Vorteile, aber mit dem Abfahren, da komme ich irgendwie nicht klar. Aber gut, ist eine andere Geschichte. Der macht sein Ding. Wir schauen nochmal hier ein bisschen nach dem Rechten. Der macht sein Ding. Das läuft auch. Hier schauen wir nochmal, was der hier mit den Kartoffeln macht. Den können wir mal abtanken. Und ihr seht, ich habe auch schon das Gerät bereitgestellt. Wir werden das jetzt also mal in der Praxis demnächst auch testen. Mal nebenbei. Na, wir haben es ja schon mal getestet. Es hat super funktioniert. Außer, dass er wie eine Zweiradsäge klingt irgendwie. Aber ansonsten nicht schlecht. So, und den Rest kannst du hier reinmachen und dann kannst du. Dann haben wir das auch erledigt. So, dann schauen wir mal hier unten. Der wollte aufgetankt werden. Irgendwie meckerte die ganze Zeit. Dann werden wir das mal tun. Ne, 516er wollte aufgetankt werden. Der will bloß entladen werden, aber ich würde sagen, ich tue den trotzdem mal eine Freude und fahre mal hier ran. Mal sehen, was er abzutscht schon wieder. Will er nicht. Nö, will er nicht. Will er nicht, dann will er nicht. Ich weiß jetzt nicht, welcher es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das der beim Hopfen ist. Der ist auch schon so lange im Einsatz. Wie gesagt, das ziehen wir jetzt noch durch. Das muss noch sein. Fortschrittgerät muss entladen werden. Das ist der Rübenernte wieder vorne. Soll da aufgetankt werden, okay. T150K. Das ist der Flug auf dem Feld 2. Okay, also den müssen wir dann als nächstes. Aber als erstes würde ich jetzt gerne nochmal, wie gesagt, den beim Hopfen machen. Und ja, wie gesagt, ich habe mal so überschlagen, was ich jetzt noch ganz schnell im Petto habe, sind noch 6, 7, 8 Mods so in der Richtung. Es waren wohl eher 8, die ich jetzt noch vorrätig habe. Alle anderen muss ich nochmal schauen, ob die was sind für unser Projekt oder wie gesagt, ob es noch was Schönes gibt, sagen wir es mal so rum. Ne? Oder ob ich noch was in meinem Ordner habe. Das hieße, dass wir bis Ende Oktober auf alle Fälle das abgedeckt haben, wen das interessiert. Also da kommt jetzt noch jeden Tag bis dahin was. Und da muss ich nochmal schauen, ob ich noch ein paar finde, die hier reinpassen. Wie gesagt, es gibt ja auch andere Mods. Und ja. Lohnzahlung 2000. Wahnsinn. Ja, wo geht's der nächste Monat? Das heißt, wir werden morgen nochmal so 60 Leute entlassen, 70 Leute, je nachdem. Und dann, ja, dann werden wir auf die Rentabilität, sage ich mal, gekommen sein, die wir wollen. Und dann ist es das. Ja. So. So, ich glaube, ja. Der will hier unbedingt getankt werden. Habe ich so den Eindruck. Ich hoffe zumindest, dass das der jetzt ist hier. Und wir werden gleich sehen, wie uns den Tank leer zutscht. Ja, das war aber sehr schön. Gut 400 Liter hat er weggesaugt. Wunderbare Sache. Okay, gut, dann haben wir das auch erledigt. Was haben wir noch Schönes? Das hier hinten läuft. Das läuft auch. Wie gesagt, wenn wir schon dabei sind, können wir den wenigsten mal hinstellen. Bis der wieder ran ist, ist sowieso wieder voll. Von daher. Ja, ein bisschen Arbeit nebenbei muss sein. Wir können dir hier nicht bloß Mods zeigen. Das ist nicht die Intention dieses Projektes. Aber natürlich Mods hier zu zeigen, macht natürlich Sinn für unser Projekt, ne? Definitiv. So, warte mal.
So, machen wir erstmal den hier vorne voll. Ja, 10.000 Liter, ich glaube 8 passen rein, da würde er sowieso dann rummeckern. Also von daher machen wir es einfach mal so. Naja, läuft doch. Sehr schön. Okay, das haben wir gehabt, das haben wir gehabt. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden, so wie es läuft. Ich bräuchte natürlich noch irgendwann mal was Starkes, um hier dann das Grubbern anzufangen. Aber das alles zu seiner Zeit. Der steht auch hier und wartet. Das ist kein Problem. Ah, wir können den nochmal schnell machen. Ja, dann ist das auch erledigt. So. Ja, also wie gesagt, schöner Mod, aber nicht wirklich was zu gebrauchen. Leider ist es so. Na, könnt ihr euch gerne in die Garage stellen zum Anschauen. Belarus, na, 4522, so ist er klassifiziert hier. Aber in meinem Test nicht prickelnd. Gut, und jetzt gehen wir dahin, wo wir hin wollten. Leider hat das so nicht funktioniert. Dann nehmen wir jetzt den, wo es funktioniert. Halt, ich muss noch den hier. Den müssen wir auch noch machen. Es tut mir leid. Aber den müssen wir auch noch mal. Den stelle ich aber bloß ab. Ne? Das hatte ich wieder geholt, das Modell. Und wir können den hier gleich mal tanken. So, reicht zu. Und dann werden wir den hier dann nochmal auf Kurs schicken später. So, jetzt kommen wir aber dorthin, wo wir hin wollten. Und zwar zu unserem neuen Modell. Hier. Ein Kirovets 710, ja, schön in rot-weiß gehalten mit Hammer und Sichel. Kirovets Standard nennt er sich. Und ja, was soll ich sagen? Ein schönes Modell, 500 PS. Und jetzt bitte nicht wundern, das ist hier ein West-Produkt, ja. Aber genau weil es ein West-Produkt ist und weil es 500 PS bedarf, habe ich mir gedacht, wir nehmen dem mal testweise mit rein. Es hat nichts mit dem Projekt zu tun, es ist auch keine Vorstellung dessen. Es ist einfach nur, betrachtet es als Prototyp von Fortschritt Landmaschinen, ja. Und der Kirovets soll es testen, ob es funktioniert. So deklarieren wir das jetzt mal. Hat natürlich einen Haufen Geld gekostet. Bleibt auch erstmal in unserer Asservatenkammer. Er wird hier dieses Feld 15 auf alle Fälle machen, damit sich die Anschaffung lohnt. Und wie gesagt, es ist ein Testlauf. Okay? Ich möchte nur sehen, ob der mit seinem 500 PS das hier bewegen kann. Die Fahrt hierher, ohne Probleme, souverän gemeistert. Aber das hier ein Problem auf der Karte ist, dieses Riesengerät bleibt des Öfteren hängen. Nicht nur wegen der Breite, auch wegen der Höhe. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich bin fasziniert, wenn Modder sich etwas einfallen lassen. Und ich schaue nicht zu dem Flugzeug, sondern ich schaue die Stromkabel an. Denn die Stromkabel haben überall Kollisionen. Das heißt, ihr könnt nicht einfach mal hier runterfahren mit dem Riesengerät. Ihr bleibt hier unten hängen. Na, ich hatte es ja schon mal gesagt, wir hatten das ja schon mal im Stadtkern getestet, wo ich mich halb zerschossen habe deswegen. Weil man Stromkabelkollisionen gibt, hammerhart. Ich finde es ja eigentlich eine geile Sache. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht ein klein wenig übertrieben ist. Besonders wenn ich hier mit dem gigantischen Prototypen vorfahre und dieses Gerät einfach mal teste. So, wir gehen als erstes mal in den Shop, würde ich sagen, und schauen uns das Gerät an. Und das ist bei den mittleren Traktoren zu finden. Und wie gesagt, der Kirovets K710, 85.000 haben wir dafür hingelegt. Sieht so ganz schnieke aus, wie gesagt. Da lässt sich auch nichts dran rummeckern. 40 PS soll er schaffen, 10.000 Liter. Ich weiß nicht, ob das der Treibstoff sein soll, ich finde das heftig. 500 PS, keine Farbwahl, keine Extras. Super Sache. Und vor allen Dingen im Leasing finde ich den extrem billig, sehe ich gerade. Wow.
Na gut, das hängt ja immer mit diesen Preisen zusammen, ne? Aber das ist natürlich für 500 PS, Halleluja. Also für jedes Projekt eigentlich wunderbar geeignet. Kirovetsky, Savot, also wahrscheinlich Fabrik. Robotajem, Arbeit oder arbeitet oder Betrieb aufgenommen, 1801. Goda ist ja. Okay. Gibt es Kirovets schon so lange? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, vielleicht haben die früher irgendwas anderes hergestellt. Keine Ahnung. Man kennt ja nicht jedes Unternehmen, aber das ist interessant, wenn das dort so steht. 1801. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und ich mache mal hier einen schönen Feldkurs und zwar Feld 15. Machen wir einfach mal. Wir machen Vorgewende, machen wir 3. Das ist einfach so. Wir fangen mit dem Vorgewende an. Wir machen scharf 24,4 Meter. Ich glaube, der hat plus 24. Wir machen mal 23. Ich will da auf Nummer sicher gehen. Ansonsten haben wir nichts hier extra. Nee, dann können wir das mal so generieren. Mal sehen, was er sagt. So viele Linien sollten es ja nicht sein. Er sollte also nicht allzu lange rechnen. Momentan sieht es anders aus. Am Ort. Ja. Ja, wunderbar. Sieht auf alle Fälle übersichtlich aus. Wo fangen wir an? Genau, wo wir stehen. Das ist doch prickelnd. Und ich würde es trotzdem gleich mal speichern als Feld 15. Probern. Und dann machen wir 23 Meter. So, gespeichert ist es. Ja, ich mache das mal ganz kurz zu. Also wie gesagt, ihr seht, er zieht es. Er hat es ja auch im aufgebockten Zustand gezogen. Er kommt da auch auf seine 30. Wenn wir dem ein bisschen Zeit geben, bestimmt auch mehr. Kann er seine 40 schaffen? Okay, hier geht es ein bisschen abschüssig, aber okay. So, und ich würde sagen, ich senke das einfach mal und ich lege einfach mal hier los und wir schauen mal, was er macht. Wie gesagt, wir müssen nicht pflügen. Ja, oh wow, da hat er zu tun. Ich stelle den mal ein und mal gucken, ob der Helfer das ein bisschen anders macht. Es könnte sein, weil das hier so ein bisschen abschüssig ist. Aber ihr seht, die 500 PS reichen auf alle Fälle nicht aus. Also bei solchen Riesengeräten ist es, glaube ich, sinnvoller. Da 700 PS zu haben. Also 30, 40% mehr. Okay. Ich mache mal ganz kurz was anderes, denn ich will sehen, ob der vielleicht hier am Rand nur Probleme hat. Aber ich glaube, es ist auch mal gut, das so zu sehen. Vielleicht wird das hier jetzt besser, wenn er in der zweiten Spur ist, aber das sieht nicht so aus. Also wie gesagt, das schafft er nicht wirklich. Oh wow, er gibt Gas. Okay. Also damit kann ich eigentlich zufrieden sein. Das gefällt mir. Dann ist es wirklich nur wegen dem abschüssigen Rand, dass er da ein bisschen Probleme hat. Wisst ihr was? Den lassen wir so arbeiten. Dann gehe ich nochmal zurück. Und dann sollte er das machen. Das dauert zwar hier eine halbe Ewigkeit wahrscheinlich. Ja, es leidet ein wenig. Ich denke mal, es ist doch eigentlich zu groß für ihn. Er müsste 100, 200 PS mehr haben. Ich glaube, dann hätte er das besser unter Kontrolle. Und die Ausmaße sind einfach zu groß zum Ziehen. Das ist, denke ich, auch ein Problem. Wow. Also das liegt einfach jetzt an dem riesen angehängten Gerät. Das hat nichts mit dem Gyrowetz zu tun. Ja, das denke ich, da sind wir uns einig. Dass er da. Und wie gesagt, durch den Rand, weil das hier auch ein bisschen. Das ist es nicht abschüssig, aber dieser Rand zu bearbeiten, das kann ich mir schon vorstellen, dass das schwierig ist. Und jetzt kommt er auch auf 12 hier, okay. Also 12 ist vollkommen in Ordnung. Wir schauen nochmal, was die Arbeitsgeschwindigkeit angegeben wird von dem Gerät.
Ist ja ein Hammerteil. Ich glaube aber mehr als 15 ist es bestimmt. 15. Also da ist das super. Na, wenn, wie gesagt, wenn der 600 oder 700 hätte, hätte der auch die 15. Er hat 13, 2 weniger. Also ich bin zufrieden. Der macht sein Ding. Dann waren es dort nur wegen der Abschüssigkeit dort hinten ein bisschen Unebenheit. Aber ansonsten kann man nicht meckern. Ja, jetzt geht es ein bisschen nach oben. Ne? Da war die Senke, deswegen hat er wahrscheinlich auch die 13 gefahren. Aber hier hinten geht es wieder ein bisschen abschüssig. Er wird wahrscheinlich hier hinten dann Probleme haben, jetzt 2-3 Stundenkilometer den Berg hochkriechen. Aber ich finde es gut. Mir gefällt es. Und wir haben Zeit. Der soll sein Ding machen. Vor allen Dingen, was mir gerade auffällt, der hat gar keine Benzinanzeige. Das ist der absolut perfekte Mitarbeiter. Er hat nur eine Wartungsanzeige, aber keine Benzinkosten. Also in Form von Maschine gesehen, der beste Mitarbeiter. Wahnsinn. Okay, gut. Ich denke, mehr ist zu dem Mod nicht zu sagen. Und ich halte den trotzdem nochmal an. Wir steigen nochmal aus. Wir schauen uns den nochmal an. Jetzt habe ich natürlich schön schmutzig gemacht, aber unterm Strich macht das uns auch nichts aus. Wunderbares Fahrzeug. Wie gesagt, nicht unbedingt das geeignete Anhängegerät. Das ist einfach zu schwer. Wie gesagt, da fehlen Ihnen 1-200 PS. Aber wenn wir so ein 10, 15 Meter Gerät nehmen, das sollte ganz locker um die Kurve zu biegen sein mit 300, 400 PS angeforderter Leistung. Oder Saatgeräte oder. Dann sollte das alles super funktionieren. Ne? Gut, damit danke ich mich fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Also bis denne, ciao.